war einmal an einem Morgen im Gamers Global Büro. Da gingen wir zum Briefkasten, um zu schauen, was uns der Postmann wohl gebracht haben mag. Im Kasten entdeckten wir eine Lieferung von Activision. Das neue Call of Duty vielleicht? Nein, es war ein anderes Spiel, nämlich das neue Ghostbusters. In freudiger Erwartung legten wir die Disk ins Laufwerk ein und harrten der Dinge, die da kommen mögen. Nachdem wir die Nutzungsbedingungen eifrig studiert hatten, akzeptierten wir sie, etwas widerwillig, aber entschieden. Hoffnungsvoll starteten wir eine neue Kampagne. Die Intro-Sequenz war zwar etwas peinlich und weshalb es anders als im neuen Kinofilm nicht vier Frauen waren, verstanden wir nicht. Die deutschen Sprecher waren ganz okay, doch die Dialoge sorgten rasch dafür, dass wir mit der unten links eingeblendeten Funktion, die Sequenz zu überspringen, liebäugelten. Doch wir hielten durch und entschieden uns zwischen einer der vier Spielfiguren. Ihre Namen haben wir vergessen, doch wir möchten sie euch dennoch kurz zeigen. Da wäre etwa dieser Justin Bieber-Verschnitt, der mit einer Art Sturmgewehr gegen die Geister zu Werke zieht. Diese junge Dame, nennen wir sie Gina, hat wiederum zwei Pistolen. Und dieser rothaarige Hühne hier, der hat natürlich eine Gatling Gun. Die vierte im Bunde ist wiederum Naomi. Sie sieht zwar aus wie eine Intellektuelle, aber sie ballert am liebsten mit einer Art Schrotflinte herum. Doch es war an der Zeit, das Spiel zu starten. Bis zu vier Leute hätten in einer Koop-Partie mitspielen können, allerdings nur an einer Konsole. Einen Online-Modus gab es nicht. Wenn wir alleine unterwegs sind und die anderen Figuren von der KI gesteuert werden, dürfen wir auch nicht auf sie wechseln. Thematisch passend wurde Ghostbusters in einen Twin-Stick-Shooter verwandelt, in dem wir die meisten Geister einfach abballern, anstatt sie zu fangen, wie es die echten Geisterjäger tun würden. Das Zielen mit den Sticks war leider nicht allzu präzise, aber es wurde noch übertroffen durch die reichlich nutzlosen Handgranaten, die jeder Charakter bei sich führt. Gestorben sind wir dennoch kein einziges Mal, was auch daran liegt, dass wir beliebig oft wiederbelebt werden und plötzlich stehen wir wieder mit 100% Lebensenergie da. Um die Komplexität in ungeahnte Höhen zu treiben, ist es auch möglich, dass unsere Waffen beim Dauerfeuer überhitzen, wenn wir nicht rechtzeitig den Entlüftungsknopf drücken. Als wäre das noch nicht komplex genug, dürfen wir auch immer wieder ein Untersuchungsgerät benutzen, um damit die Umgebung abzulaufen. Wenn wir dann hier diese lilafarbenen Stellen entdecken, lösen wir Trigger aus, wodurch, ihr erratet's schon, ein neuer Kampf auf uns wartet. Ein paar der Geister dürfen wir aber tatsächlich einfangen oder müssen es vielmehr, indem wir unsere Energiestrahlen auf es richten. Ob uns unsere Kollegen dabei helfen, ist übrigens egal und auch die Gegner können wir während dieser Aktion hier mehr oder minder ignorieren, denn so richtig getroffen werden wir währenddessen nicht. Nachdem wir den Geist ein paar Mal auf den Boden gedotzt haben, dürfen wir dann tatsächlich unsere Falle auswerfen und ihn einfangen. Um unseren Ruhm oder vielmehr unsere Punktzahl zu erhöhen, dürfen wir dann auch noch dieses wunderbare Quicktime-Event absolvieren, um den Multiplikator in die Höhe zu treiben. Im Ergebnisbildschirm sehen wir dann, wie gut wir uns geschlagen haben und erhalten einige Punkte. Wenn wir in der Stufe aufsteigen, dürfen wir zudem eine unserer Fähigkeiten erhöhen, wobei das spielerisch eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht. Die visuellen Stärken von Ghostbusters sind ungefähr genauso stark ausgeprägt wie die des Gameplays. Egal, ob wir in einem Krankenhaus unterwegs sind oder auf einem düsteren Friedhof, alles sieht irgendwie gleich aus. Grandios ist indes die Inszenierung, die in Form solcher Zwischensequenzen hier erfolgt. Sehr erfreulich ist im Übrigen, dass wir von den Gegnern, die hier gezeigt werden, getroffen werden können, falls die Szene im falschen Moment ausgelöst wird. Ihr fragt euch sicherlich, ob das neue Ghostbusters-Spiel auch Positives zu bieten hat. Zum einen ist das Titellied aus dem 80er-Jahre-Streifen von Ray Parker Jr. mit an Bord. Und zum anderen, irgendwann hat das Leid ein Ende. Ob die Entwickler hier übrigens ihre echten Namen verwendet haben, das können wir euch nicht verraten. Ja.
Die Sache wird brenzlig, Geisterjäger. Sind wir bereit, die Stadt vor dem bevorstehenden Untergang zu retten wie unsere Vormütter? Ihr sollte es jedenfalls nicht sein. Weder für die absurden 50 Euro noch sonst irgendwie. Zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Verschluckt! Heimlich!